Ist es immer gleich eine eitrige Bindehautentzündung, wenn gelbliches Sekret aus den Augen läuft oder morgens die Augen verklebt sind? Ich meine, nein. Denn meistens handelt es sich um einen, wie ich es nenne, Augenschnupfen. Wie Sie eine Bindehautentzündung von einem Augenschnupfen unterscheiden können, lernen Sie in diesem Video. Und wenn Sie meine Art von Elterninformation gut finden, heben Sie den Daumen. Dann wird dieses Video auch anderen Eltern vorgeschlagen. Und wenn Sie mitkriegen wollen, wann es wieder ein neues Video von mir gibt, dann abonnieren Sie einfach diesen Kanal. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Kinder, die mir in der Sprechstunde mit dem Verdacht auf eine eitrige Bindehautentzündung vorgestellt werden, haben meistens einen deutlichen Schnupfen oder wie wir im Schwäbischen sagen, eine Rotznase. Und dann fällt den Eltern morgens nach dem Aufwachen gelbliches Sekret in den Augen auf. Oder es sind sogar die Wimpern krustig verklebt, sodass das Kind zunächst nicht mal die Augen öffnen kann. Was ist das? Für die Erklärung muss ich etwas ausholen. Da unsere Hornhaut klar und durchsichtig wie Glas sein muss, darf sie keine Blutgefäße enthalten, die das Hornhautgewebe mit Nährstoffen versorgen könnten. Dies geschieht über die Tränenflüssigkeit, die in der Tränendrüse gebildet wird, über die Hornhaut und dann durch die Tränenpünktchen über den Tränenkanal in die Nase fließt. Diese Tränenflüssigkeit enthält neben 0,9%igem Salzwasser Eiweißmoleküle, die die Pflege und Versorgung der Hornhaut sicherstellen. Diese Eiweißmoleküle bleiben übrig, wenn Tränenwasser verdunstet und bildet so dieses gelbliche und, wenn es eingetrocknet ist, krustige Material. Und dieses Phänomen kennen wir Erwachsene auch in Form der kleinen Sandkörner, die wir manchmal morgens aus unserem inneren Augenwinkel wischen. Wenn wir wach sind, hat zusätzlich der Lidschlag eine gewisse Pumpwirkung, die das Tränenwasser über den Tränenkanal in die Nase drückt. Normalerweise fließt das Tränenwasser ungehindert und direkt vom Auge in die Nase ab. Nachts sind unsere Augen ruhig und es kommt manchmal wegen der fehlenden Pumpwirkung zu einem kleinen Stausee vor den Tränenpünktchen und dieser Tränensee ist 37 Grad warm. Das Wasser verdunstet deshalb relativ schnell, nicht aber die Eiweißmoleküle, die bleiben zurück. Sie trocknen ein und bilden die kleinen Sandkörner. Haben Kinder nun einen Schnupfen, ist der Abfluss des Tränenwassers in die Nase wegen der Schwellung der Nasenschleimhaut mehr oder weniger stark behindert, wodurch es vor allem nachts zu einem erheblichen Tränenwasserstausee im Auge kommt. Entsprechend viel Eiweiß bleibt zurück, entweder noch gelb flüssig oder, wenn es an den Wimpern hängen bleibt, auch krustig eingetrocknet. Übrigens ist meist nur ein Auge betroffen, nämlich das Auge, auf dessen Seite das Kind nachts die meiste Zeit gelegen ist. Sie kennen das vom Schnupfen. Es geht beim seitlichen Liegen immer das untere Nasenloch zu. Und wenn eine Nasenseite zu ist, ist, wie gesagt, der Tränenabfluss und damit das entsprechende Auge mit betroffen. Jetzt haben Sie verstanden, woher dieses gelbliche Sekret kommt. Und was es ist? Eiweiß, kein Eiter. Es lässt sich mit einem weichen, nassen Lappen mit Wasser nach ein bisschen einweichen, problemlos wegwischen. Das Auge selbst ist bei dieser Tränenabflussbehinderung nicht betroffen. Sie erkennen es daran, dass das Auge selbst völlig weiß ist. Entsprechend brauchen Sie deshalb auch keinerlei Augentropfen oder Augensalben in solch ein weißes Auge tun. Manchmal kann die vermehrte Eiweißansammlung am Auge auch das Auge reizen und zu einer leichten Augenrötung führen, die aber schnell wieder weg ist. Auf diesem Bild sehen Sie das rechte Auge des Patienten völlig normal, also weiß, und am linken Auge die Reste der Krusten an den Wimpern, gelbliches Sekret im Augenwinkel und eine leichte Reizung des Auges. Das Auflegen eines nassen Schwarzteebeutels oder Augentrost, Augentropfen können dann Linderung bringen. Auch sollte das Kind beim nächsten Mal auf der anderen Seite schlafen. Bei einer Bindehautentzündung ist das Auge selbst gerötet. Es befindet sich auch vermehrt und ständig gelbliches Sekret im Auge. Allerdings handelt es sich in den meisten Fällen, wie beim Schnupfen auch,
um eine Virusinfektion, die von der Nase über den Tränenkanal zum Auge gewandert ist, beziehungsweise über die Finger von der Nase zum Auge übertragen wurde. So wie Sie beim Schnupfen vermutlich keine antibiotischen Nasentropfen geben, brauchen Sie auch da meist keine antibiotischen Augentropfen. Ich gebe zu, dass es in der Praxis nicht einfach ist. Die meisten Kindergärten schicken grundsätzlich aufgrund unsinniger Hausregeln alle Kinder mit Sekret im Auge nach Hause, beziehungsweise zum Kinderarzt. Ein Augenschnupfen ist genauso gefährlich und ansteckend wie ein Schnupfen. Und deshalb natürlich aus medizinischer Sicht kein Grund, wenn das Kind sonst fit ist, deshalb nicht in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen zu dürfen. Eine im Sinne des Infektionsschutzgesetzes ansteckende Bindehautentzündung, wegen der ein Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung verboten ist, ist deutlich seltener als ein Augenschnupfen. Bei einer richtigen bakteriellen Bindehautentzündung sind in der Regel beide Augen deutlich gerötet und das Auge ist ständig voll mit gelb-grünlichem Sekret. Mein Tipp: Solange das Auge selbst weiß oder nur leicht gerötet und im Auge nur gelbliches Sekret ist und das alles vor allem morgens nach dem Aufwachen oder nach dem Mittagsschlaf auffällt, können Sie getrost abwarten und das Auge einfach nur regelmäßig mit Wasser reinigen. Wenn die Rötung und die Sekretion zunehmen und wenn Sie sich nicht sicher sind, rate ich zum Besuch in der Sprechstunde. Sollten antibiotische Augentropfen notwendig sein, müssen sie nämlich vom Arzt verschrieben werden. Und vielleicht hilft das Zusenden eines Links dieses Videos an die Leitung des Kitas oder des Kindergartens, dass einem Kind mit Augenschnupfen nicht sinnlos der Eintritt verwehrt wird.